Planst du vielleicht wieder deinen nächsten Segeltörn? Ja, magst bei mir anheuern. Karibik. Ab nächste Woche geht's los. Wenn du jemand wüsstest, der für mich hier einspringt, sofort. Apropos einspringen, dann fällt mir ein, ich muss ja zurück ins Kommissariat. Heute kommt der Neue aus München. Was denn für ein Neuer? Naja, die Vertretung für Herrn Hofer. Der Herr Stadler muss zurück nach Passau und da Herr Hofer noch im Urlaub ist, kommt jetzt ein Neuer für ihn an, der Herr Gehring aus München, den ich noch nicht kenne. Also zum Kennenlernen hättet ihr euch doch im Times Square treffen können. Wo es genau weiß, dass bei mir den besten Kaffee von ganz Rosenheim gibt. Oh, dass man die Frau Stockel nicht hören, du. Schönen guten Morgen, Frau Stockel, was gibt's denn? Herr Hansen, es gab wieder Laich und zwar in der Nähe vom Waldparkplatz und das ist am Floriansweg. Der Moor meint, wenn Sie das direkt ins Navi eingeben, kommen Sie auch direkt dahin. Waldparkplatz, Floriansweg, alles klar. Sagen Sie, weiß der Gehring schon Bescheid? Ja, den Herrn Gehring rufe ich als nächstes an. Gut, dann sagen Sie noch bitte, er soll direkt zum Tatort kommen, ja? Das hätte ich so oder so gemacht. Sehen Sie, dann ist ja gut. Bis später, Frau Stockel. Herr Gehring, Stockel am Apparat. Sind Sie auf dem Weg nach Rosenheim? Wie bitte? Sie sind beim Wandern auf Lanzarote. Ja, mein Herr Stadler, Sie haben ja schon alles gepackt. Ja, Frau Hofer, und das tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin ums Verrecken nicht dazu gekommen, dass ich ihr Brennholz hack. Das ist allerdings tragisch. Man muss halt einmal den Herrn Bruder, gell? Ja, guter Witz. Aber wir können schon noch zusammen frühstücken. Ja, selbstverständlich, Sie kennen ja mein Motto. Mit leerem Magen setze ich mich nicht in den Wagen. Magen? Wagen? Ja, Herr Gehring, dann bis nächste Woche. Wiederhören. Ja? Morgen, Frau Stock. Guten Morgen, Herr 80er. Sagen Sie, dieser Herr Gehring, unsere Vertretung aus München, ist der noch gar nicht da? Der wird auch so schnell nicht kommen, der ist nämlich im Urlaub. Im Urlaub? Aber der sollte heute seinen Dienst bei uns beginnen. Ich glaube, da hat München Mist gebaut. Die haben nämlich zu dem gesagt, dass er erst nächste Woche anfangen muss. Dann hat sich der Gehring gedacht, bevor ich in Rosenheim aufstock, mache ich eine Woche Urlaub. Ja, das ist da wieder mal typisch. Und wo steckt er jetzt? Auf Lanzarote beim Bergwandern. Und mir haben wir Leich und der Herr Hansen ist zum Waldparkplatz gefahren, da ist die nämlich gefunden worden. Ja, das heißt, der Herr Hansen müsste jetzt allein ermitteln, nur weil die in München Mist gebaut haben? Was soll man machen? So schnell kriegen wir keinen Ersatz. Dann muss eben der Herr Stadler ran oder der Herr Hofer. Der Herr Hofer, der macht bei seinem Cousin in Kufstein Urlaub und der Herr Stadler wird schon auf dem Weg nach Passau sein. Nein, beides immerhin näher als Lanzarote. Ich kümmere mich drum. Ah, noch was, dieser Waldparkplatz, wo ist der genau? Da geben Sie ins Navi Floriansweg ein. Danke. Glaubst du das? München. Saftladen. So, bitte sehr. Herr Huber, Sie bleiben kurz bei dem Kollegen, der Bursche auch. Ich bin gleich wieder da, gell? Moin, moin, Herr Mohr, ne? Moin, Herr Hansen, wo haben Sie den Kollegen gelassen von München? Den Herrn Gehring? Gehring heißt der. Ja, der kommt nach. Fangen wir schon mal an. Sehr gerne. Also, dieser Herr da drüben, das ist der Herr Bertram Huber, gemeinsam mit seinem Hund, dem Bursche. Die beiden wollten hier einen Waldspaziergang machen und bei der Gelegenheit haben sie die Leiche gefunden. Gleich da drüben beim Chopin. Wissen wir schon, wer der Tote ist? Ja, freilich. Ich habe schon das Autokennzeichen kontrollieren lassen. Es handelt sich um einen gewissen Anton Achleitner, 61 Jahre alt und verheiratet. Gearbeitet hat er als Wirtschaftsanwalt und gewohnt hat er bei uns in Rosenheim. Ich frage, woher wissen Sie, dass das Auto des Toten ist? Das weiß ich alles vom Herrn Huber. Es ist nämlich ja so, die beiden Herren haben sich gekannt. Zwar nur flüchtig, aber doch. Der Achleitner war hier immer zum Joggen und der andere, der Huber, zum Spazierengehen. Gemeinsam mit dem Bursche. Dem Hund. Ja. Und sagen Sie mal, wie war das heute? Heute war es anders. Nämlich ja so. Der Huber war hier schon um 8.30 Uhr und da ist das Auto vom Achleitner schon da gestanden. Und kurz danach hat er die Leiche entdeckt. Also nicht er, sondern der Bursche. Der Hund. Genau. Und ist dem Herrn Huber sonst noch irgendwas aufgefallen? Na, aber Herr Hansen, ich muss halt Personalien aufnehmen. Vom Burschi? Schmarrn. Gut, dann machen Sie das und ich gehe schon mal rüber zu unserer lieben Frau May. Ja. Herr Huber! Mailbox. Herr Stadler, 80er hier. Seien Sie doch so gut und rufen Sie mich zurück. Danke. Ja, mein lieber Cousin. Das schaut jetzt leider gar nicht gut aus für dich. Eine Herrschaft.
Ausgerechnet jetzt, wo ich im Gewinner bin. Ach, das ist noch nicht ausgemacht. Ich gehe eine Runde bieseln. Nicht, dass du hinter meinem Rücken was veränderst, gell? Das hab ich gar nicht nötig. Du bist doch derjenige, der immer bescheißt. Vorsicht, gell? Ja, 80er, das ist aber eine Überraschung. Aber ihr schafft Zeiten. Ich komm ja schon. Herr Stadler, was gibt's? Ja, Frau Stockel, der 80er hat bei mir auf einen Anrufbeantworter geredet und jetzt will ich zurückrufen und erreichen nicht. Wissen Sie vielleicht, worum es geht? Das kann ich einer sagen, es gab eine Leiche. Ja, aber es war doch ausgemacht, dass ich heute auf Passau zurückfahre, weil der Gering aus München kommt. Ja, der Herr Gering, der kommt wegen eines Verwaltungsfehlers erst nächste Woche und der Herr 80er möchte, dass Sie noch eine Woche länger bleiben. Was ist denn los? Moment, Frau Stockel. Der 80er möchte, dass ich noch länger bleibe, weil der Gering erst nächste Woche kommt. Super, dann können Sie mein Brennholz doch noch hacken. Ja, gut, ich fahr dann gleich los. Der 80er, auf Wiederhören, bis später, servus. Herrschaftszeiten. Können wir weitermachen? Ja, freilich. Gleich, wenn ich wieder da bin. Das war gerade mein Chef. Ich muss nach Rosenheim einen Kollegen vertreten. Na, bravo. Ja, toller Urlaub. Herr Achleitner wurde heute Morgen zwischen 8 und 8:30 Uhr erschlagen. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Tatwaffe? Es könnte ein Stein gewesen sein. Ich habe die Kollegen schon gebeten, sich hier mal umzuschauen. In der näheren Umgebung. Die ganze Wiesen kann man nämlich nicht absuchen. Also bitte, Sie haben ja noch gar nicht richtig mit der Suche angefangen. Ja, weil man nur dabei sein, Blutspuren zu sichern, die höchstwahrscheinlich vom Opfer stammen. Stopp, nicht streiten. Das heißt, es ist wahrscheinlich gar nicht hier passiert, sondern auf dem Weg. Und der Täter hat die Leiche in die Scheune geschleppt, damit sie nicht sofort gefunden wird. Korrekt. Und das hat er bei sich. Visitenkarten, Smartphone, Schlüssel, teure Armbanduhr plus Fitnessarmband. Schaut nicht nach einem Raubmord aus, wenn Sie mich fragen. Nee, sieht nicht so aus. Also hat es der Täter auf Herrn Achleitner persönlich abgesehen und wusste, dass er hier joggt. Apropos Joggen. Laut Fitnessarmand ist Herr Achleitner 3124 Meter gelaufen. Er kam also vom Joggen. Und war bereits auf dem Weg zurück zum Parkplatz, als es passiert ist. Mhm. Gut kombiniert, Frau May. Herr Hansen? Herr Mohr? Dem Herrn Huber ist doch noch was eingefallen. Und zwar? Und zwar, dass der Herr Achleitner gelegentlich in Begleitung von einer Dame gewesen ist. Also so Mitte, Ende 30, blond, Brillenträgerin, aber attraktiv. Frau Achleitner vielleicht? Das weiß ich eben nicht. Haben Sie gefragt? Na. Dann sollten Sie vielleicht mal bei dieser Frau Achleitner vorbeischauen. Danke für den Tipp. Das haben wir jetzt eigentlich vorgehabt, Frau May. Na, Herr Mohr, Sie müssten hier bleiben. Was? Und Herrn Gering informieren, falls er denn mal kommt. Ne? Jo, danke. Das hier interessiert Sie gar nicht. Das Armband hat sich ja noch andere Daten erfasst. Kalorienverbrauch, Herzfrequenz. Also, wenn Ihnen da was auffällt, werden Sie uns doch bestimmt benachrichtigen, ne? Danke. Herr Rhein? Hallo, Herr 80er. Herr Lorenz, was gibt's? Ich wollte nur eben sagen, dass ich mit dem Bericht fürs Innenministerium fast fertig bin. Ich muss nur noch die Kostenpunkte aktualisieren. Gemach, Herr Lorenz. Die München haben uns ja auch ganz schön hängen lassen. Kommen wir rein. Nehmen Sie erstmal Platz. Wie Sie ja wissen, sollte heute die Urlaubsvertretung für Herrn Hofer kommen. Ja, Oliver Gering, ich habe seine Akte schon angelegt. Die können das erstmal auf Zeiten legen. Wieso kommt er jetzt doch nicht, oder? Doch, aber erst in einer Woche. Aber Gott sei Dank hat sich Herr Hofer bereit erklärt, seinen Urlaub abzubrechen. Wir haben nämlich ausgerechnet heute einen neuen Fall reingekriegt. Das heißt, Herr Hofer bekommt den Urlaub, den er jetzt doch nicht antritt, wieder gutgeschrieben. So ist es. Und natürlich seine Unkosten. Er reist ja extra aus Kufstein um. Ist klar. Okay, bitte, sit down. Morgen, Herr Mohr. Grüß Gott, Herr Stadler. Jetzt hab ich gedacht, Sie sind schon längst im Passau. Ja, das hab ich mir auch gedacht, aber ich bin quasi in letzter Sekunde zurückgepfiffen worden. Ja, weil der Gering erst nächste Woche kommt. Ja, den sollte ich doch informieren im Auftrag vom Herrn Hansen. Wo ist denn der? Bei der Frau Achleitner. Wer ist denn das? Die Witwe von der Leiche. Grüß Gott. Guten Tag. Hauptkommissar Hansen von der Kripo Rosenheim. Sind Sie Frau Achleitner? Ja.
Also nein, ich meine, Sie wollen bestimmt zu meiner Schwiegermutter, Frau Franziska Achleitner. Und wer sind Sie bitte? Ich bin Stefanie Achleitner, die Schwiegertochter. Ach so. Wohnen Sie auch hier? Nein, ich habe nur gerade meinen Mann vorbeigebracht. Er hat noch einen Anwaltstermin mit seiner Mutter. Darf ich fragen, worum es geht? Also, das würde ich ganz gerne Ihrer Schwiegermutter persönlich sagen. Ja? Grüß Gott. Ja, also, das ist Herr Hansen von der Kriminalpolizei in Rosenheim. Tag. Das ist Franziska Achleitner, meine Schwiegermutter, und Markus, mein Mann. Polizei? Ist was passiert? Ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Hatte Ihr Mann Feinde oder Streit in letzter Zeit? Nicht, dass ich wüsste. Wann ist er denn außer Haus gegangen heute Morgen? Das habe ich nicht mitbekommen. Wir haben getrennte Schlafzimmer. Und als ich aufwachte, da war er schon weg. Und als er nicht vom Joggen zurückgekommen ist? Ich dachte, er sei direkt in die Kanzlei gefahren. Mein Mann hat eine Wirtschaftskanzlei, in der auch mein Sohn arbeitet. Und da gab es auch keine Vorfälle? Nein. Sagen Sie, was wäre denn das für ein Anwaltstermin gewesen, zu dem Sie Ihre Mutter begleiten wollten? Bei Dr. Frömmer. Oh, das hätte nichts mit meinem Mann zu tun gehabt. Ach so, verstehe. Na gut, Sie waren des Öfteren mit Ihrem Schwiegervater joggen, ja? Ich war noch nie mit meinem Schwiegervater joggen. Wie kommen Sie denn darauf? Spaziergänge hat Herrn Achleitner des Öfteren beim Joggen gesehen, im Wald. Zusammen mit einer Frau, Mitte, Ende 30, blond, Brillenträgerin. Also ich wüsste wirklich nicht, wer das gewesen sein könnte. Ich auch nicht. Sagen Sie, wo waren Sie heute Morgen zwischen, sagen wir mal, 8 und 8:30? Da haben wir zusammen gefrühstückt. Bei uns. Zu Hause. Ja, genau. Ich gehe schon. Das wird wohl der Herr Gehring sein, mein Kollege. Gut, wenn Sie sich bitte weiterhin zu unserer Verfügung halten würden, falls wir noch Fragen haben. Ne? Selbstverständlich. Mein Beileid nochmal. Danke. Grüß Gott, Stadler, Kripo Rosenheim. Schon wieder Kripo? Von Ihnen ist gerade jemand da? Der Herr Hansen, gell? Ja, der Herr Stadler, was zum... Was machen Sie denn hier? Unverhofft kommt oft. Servus, Bernd. Servus. Grüß dich, Norbert. Wo sind Sie alle hin? Weg. Und mir gelangt's jetzt auch. Die halbe Wiesn haben wir für die Mai abgesucht, wegen der Tatwaffe. Natürlich haben wir es nicht gefunden, weil es der Täter garantiert mitgenommen hat. Naja, immerhin war es an der frischen Luft. Ich bin 2 Stunden im Auto gesessen. Total sperrig auf der Kufstein Autobahn. Weißt du, wo der Hansen ist? Der wollte zur Ehefrau des Toten fahren. Das ist allerdings schon eine Weile her. Na, dann wird er wahrscheinlich gar nicht mehr dort sein. Du, aber wenn es darum geht, was da passiert ist, das kann ich dir auch erklären. Schön, lass hören. Also. Der Herr Gehring weilt also noch auf Lanzarote und Herr Hofer ist in Kufstein. Und ich bin jetzt quasi die Vertretung von der Vertretung. Apropos, was hat sich hier ergeben? Hier, reine Harmonie. Natürlich hat niemand was Verdächtiges gesehen oder gehört. Ah, irgendwelche Zweifel? Ja, schon. Also die Ehefrau des Toten, Franziska Achleitner, die hätte heute Morgen einen Anwaltstermin gehabt bei einem gewissen Dr. Frömmer. Und worum wär's da gegangen? Damit wollte sie nicht gleich rausrücken. Und als ich den Sohn, den Markus Achleitner, nach seinem Alibi gefragt habe, hat seine Ehefrau, die Stefanie Achleitner, gesagt, die beiden wären zur Tatzeit bei sich zu Hause gewesen, beim Frühstück. Ach so. Und Sie glauben, dass das gar nicht stimmt? Naja, also Markus Achleitner war schon überrascht, bevor er das Alibi bestätigt hat. Das da hinten ist sie übrigens. Ja. Ja, die Schwiegertochter, Stefanie Achleitner. Sie schaut ja genauso aus wie die Frau, die der Huber beschrieben hat. Ja. Die Frau, die mit dem Achleitner regelmäßig beim Joggen war. Ja, genau das habe ich auch gedacht. Aber laut ihrer Aussage war sie noch nie mit ihrem Schwiegervater joggen. Ja. Was war denn das für eine Frau, die der Huber gemeint hat? Also das konnte mir bis jetzt noch keiner beantworten, Herr Stadler. Ja, aber wir zwei werden das schon rauskriegen, jetzt wo ich wieder an Bord bin. Meinen Sie? Was würde ich nur ohne Sie machen? Eben. Der Achleitner hat selbst beim Joggen Visitenkarten dabei gehabt. Wirtschaftskanzlei Achleitner. Das liegt quasi auf dem direkten Weg ins Präsidium. Der Hansen ist wahrscheinlich auch schon da. Danke. Da war ich jetzt nicht drauf gekommen.
Sag sie nur, falls du nachher gefragt hast. Ist schon recht. Danke für die Info. Servus, Bernhard. Gerne. Ja, wer kommt denn da? Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Alles klar, dann gehe ich schon mal vor. Hallo, die Damen. Grüß Gott, Herr Hansen. Hallo. Jetzt sind Sie heute doch noch mal da, wo Sie sich doch gestern schon von uns verabschiedet haben. Ja, ich bin jetzt sozusagen in die Verlängerung gegangen, weil der Gering erst nächste Woche kommt. Verwaltungsfehler, München. Das ist aber ärgerlich. Also der Verwaltungsfehler. Was sagt denn da Ihre Frau dazu? Die hat sie doch bestimmt schon sehnsüchtigst erwartet. Nein, was willst du machen, wenn die Arbeit ruft? So, Herr Hansen, das wäre die Anrufliste vom Achleitner seinem Handy. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, Sie könnten mal sehen, was Sie über einen Anwalt namens Dr. Frömmer rausfinden können. Was hat's mit dem auf sich? Die Frau Achleitner hätte heute Morgen einen Termin bei ihm gehabt. Ah, da ist er schon. Ja, sauber. Kanzlei Dr. Erich Frömmer, Fachanwalt für Familien- und Scheidungsrecht in der Schubertgasse 23. Soll ich Ihnen die Telefonnummer aufschreiben? Oh, das wäre gut, da kann ich da gleich anrufen. Und Sie, Herr Mohr, Spezialauftrag. Ui. Sie könnten die Alibis der Achleitners abchecken. Von der Ehefrau, die war zur Tatzeit bei sich zu Hause im Schmetterlingsweg. Hübsch. Ja. Und dann noch von Markus und Stefanie Achleitner. Die waren auch bei sich zu Hause, allerdings im Rosenweg 1. Auch sehr schön. Bitte schön. Danke, Frau Stockel. Kleine Frage. Wie soll ich denn die Alibis checken, wenn die alle daheim waren? Nachbarn befragen? So, grüß Gott, Bernhard. Herr Stadler, ich habe keine Zeit für Sie. Ich muss Alibi checken. Herr Stadler, schön, dass Sie noch unter uns weilen. Ja, also gut, dass mein Chef im Passau da so mitspielt. Also, meine Hilde weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Was hätten Sie gemacht, wenn das nicht geklappt hätte? Mei, dann wäre der Hofer da. Hallo? Ist da jemand? Grüß Gott. Hofer, Kriminalpolizei. Was machen Sie da? Grüß Gott. Jetzt haben Sie mich aber ordentlich erschreckt. Der Mai, die Tür zur Kanzlei war offen, der Schreibtisch ist unbesetzt. Ja, die Sekretärin ist auch gerade zu Tisch. Schön. Und wer sind Sie bitte? Ich? Mhm. Ich bin Stefanie Achleitner, also die Schwiegertochter von Herrn Achleitner. Ja, also mein Mann Markus Achleitner hat mich gebeten, im Safe meines Schwiegervaters nachzusehen, ob er vielleicht ein Testament hinterlegt hat. Und das kann der Mann nicht selber machen? Nein, der kümmert sich um meine Schwiegermutter. Ja, also im Safe, da ist nichts, kein Testament. Wie gut kannten Sie Ihren Schwiegervater? Ich bin seit 3 Jahren verheiratet und seitdem Teil der Familie. Den lernt man sich schon kennen. Wie war so als Typ? Großzügig, charmant. War in letzter Zeit irgendetwas anders als sonst? Naja, ich hatte seit längerem den Eindruck, dass es mit seiner Ehe nicht gerade zum Besten stand. Haben Sie ihn darauf angesprochen? Vor 3 Tagen. Da hat er mir auch gestanden, dass das Verhältnis zu seiner Frau tatsächlich sehr abgekühlt sei. Er hat sogar von Scheidung gesprochen. Seitdem habe ich ihn leider nicht mehr gesehen. Frau Achleitner, wo waren Sie heute Morgen zwischen 8 und 8.30 Uhr? Bei mir zu Hause. Also gemeinsam mit meinem Mann. Natürlich. Danke, wiederhören. So, ich habe es mit diesem Dr. Frömmer gesprochen. Und? Das ist ein persönlicher Bekannter von Achleitner Junior. Und der hat diesen Dr. Frömmer gestern Abend gegen 19.30 Uhr angerufen und kurzfristig um einen Termin für seine Frau Mama gebeten. Aha. Und um was war es da gegangen? Um ihre Scheidung von Achleitner Senior. Ah, das war das, was die Achleitners nicht sagen wollten. Tja, die Frage ist nur, was hat dieser Termin mit dem Mord an Achleitner Senior zu tun?
Laut Anrufliste hat der Achleitner Senior gestern zuletzt um 22.30 Uhr telefoniert. Hat nicht lang gedauert, 7,5 Minuten. Aber die Handynummer, die er da angerufen hat, die hat er öfter angerufen. Oft mehrmals an einem Tag. Und teilweise haben die Telefonate auch länger gedauert. Klingelt's? Entschuldigung, ich hätte was für euch. Und zwar, das wäre die Bankauskunft vom Achleitner. Und dann habe ich gerade mit dem Nachlassgericht telefoniert. Testament liegt keines vor. Gut, danke, Frau Stockel. Gut, dann müsste man nur eine Handynummer checken. Ich bin jetzt beim 80er. Gut, dann checken wir selber. Ja, grüß Gott, Frau May. Herr Hofer? Ja, ich dachte, Sie wären im Urlaub. Ja, das dachte ich auch. Den habe ich leider unterbrechen müssen, weil der Herr Kehring erst nächste Woche kommt. Wollten Sie zu uns? Ja, bei Herrn Hansen ist die ganze Zeit besetzt und es gibt da was, das ich ihm dringend zeigen müsste. Na, das können Sie mir auch zeigen. Um was geht's denn? Auf meinem PC? Gerne. Frau Grasecker, da war gerade der Herr Hofer. So ein Schmarrn, der Herr Hofer ist bis nächste Woche in Urlaub. Ja, trotzdem war er da gerade, zusammen mit der Frau May. Na, dann frage ich mal bei der Stockel nach. Ja, Sie können ruhig mit Ihrer Arbeit weitermachen. Ich spinne schon wieder. Und die Stockel ist wieder mal nicht an ihrem Platz. Was ist eigentlich mit dem Herrn Hofer? Ist er schon im Einsatz? Der Herr Stadler. Nein, ich meine den Herrn Hofer. Und ich meine den Herrn Stadler. Frau Stockel, wenn ich sage Hofer, dann meine ich auch Hofer. Ich habe den Herrn Stadler ja noch gar nicht erreicht. Aber der Herr Stadler hat mich erreicht. Bitte? Ja, nachdem Sie ihm auf die Mailbox gesprochen haben, hat er Sie zurückgerufen. Es war belegt, dann hat er mich erreicht. Da habe ich halt gerade mit Herrn Hofer telefoniert und ihn gebeten, seinen Urlaub abzubrechen. Ja, und ich habe zum Stadler gesagt, er kann bei uns gut und gerne noch eine Woche dranhängen. Und warum sagen Sie mir das erst jetzt? Da haben wir jetzt drei Kommissare, die gleichzeitig ermitteln. Wenn ich mich da ganz kurz einmischen dürfte. Also das könnte ein Problem werden. Weil wie soll mir in München erklären, dass wir drei Kommissare haben, aber nur Geld für zwei Planstellen? Herr Lorenz, das ist mir dermaßen egal, was die in München über uns denken. Schließlich und endlich haben wir denen ja den ganzen Schlamassel zu verdanken. Bitte. Frau Stockel, Sie kümmern sich um alles. Wenn irgendwas ist, ich bin übers Handy erreichbar. Wiederschauen. Wiederschauen. Mächtig sauer. Ja, und wer hat wieder Schuld? Ich. Herr Hansen. Ich bin hier. Die Handynummer, die der Achleitner so oft angerufen hat, gehört zu einer gewissen Alina Rösner, wohnhaft Rosenheim, Stockhammerstraße 3. Und jetzt passen Sie auf. Die Dame ist, da die Song Mitte bis Ende 30, blond mit Brille. Die Dame, die mit Achleitner ab und an joggen war, ne? Ich hab gleich gesagt, dass wir zwei das rausfinden. Ja, wie gesagt, was würde ich ohne Sie machen? Frau Stockel! Ich bin nicht taub. Lassen Sie uns bitte eine Alina Rösner einbestellen. Wohnhaft Rosenheim, Stockhammerstraße 3. Ja, mache ich, aber erst rufe ich den Herrn Hofer an. Oder hat er sich in der Zwischenzeit bei euch gemeldet? Warum soll er sich bei uns melden? Er ist doch im Urlaub im fernen Kufstein. Schön wär's. Wie gesagt, es geht noch mal um das Fitnessarmband von Herrn Achleitner. Ich habe mir den Verlauf seiner Herzfrequenz mal genauer angeschaut. Moment. Das ist nur die Verstockelste, die Geekleid, die kann warten. Bitte sehr. Also, hier hat er angefangen zu joggen. Die Herzfrequenz geht kontinuierlich hoch und stabilisiert sich dann für ca. 20 Minuten auf diesem Niveau. Da hinten ist er dann ermordet worden. Genau. Aber das Interessante ist, was unmittelbar davor passiert ist. Herr Achleitner hört hier auf zu joggen. Der Puls normalisiert sich allmählich, aber hier, kurz vor seinem Tod, gibt es keinerlei Anstieg mehr. Was der Fall gewesen wäre, wenn es zum Beispiel einen Streit gegeben hätte. Oder wenn er geahnt hätte, was passieren würde. Genau. Sehr gut. Also einen Hofer habe ich nicht erreicht, aber dafür die Frau Rösner. Und die arbeitet in einer Boutique hier ums Eck und die müsste jeden Moment da sein. Ah, da ist er ja. Hallo, Herr Hofer. Grüß Gott, Bernhard. Servus, Herr Hansen. Ja, was macht denn der Stadler hier? Telefoniert mit seiner Frau. So schön. Müsste denn nicht längst die Passer sein?
Ja, Hofer, das ist ja so. Ja, wir sehen uns ja gleich. Ich gehe mal rüber. Ich mach mal die Tür zu, falls es hier etwas lauter wird. Was war da drin? Also, der Herr Hansen meint, Sie könnten sich eventuell aufregen, wenn Sie erfahren, dass Sie Ihren Urlaub umsonst abgebrochen haben. Wie umsonst? Der 80er hat mich doch persönlich darum gebeten. Ja, aber da hat der 80er noch nicht gewusst, dass der Herr Stadler uns noch eine Woche länger erhalten bleibt. Aber Sie könnten zurück nach Kufstein fahren. Also, das ist ja wunderbar. Dann informiere jetzt mal die Kollegen. Machen Sie das, Herr Hofer. Ja, ich habe mit der Schwiegertochter gesprochen. Mit der Stefanie Achtleitner. Was? Sie auch? Ja, wie in der Kanzlei vom Achtleitner war. Und ich davor bei der Ehefrau vom Achtleitner. Ja, da muss aber, also da, wo wir sie gesehen haben, direkt von der Schwiegermutter in Kanzlei gefahren sein. Und das geht ja gar nicht. Ja. Was wollte sie denn da? Im Auftrag ihres Mannes nachschauen, ob der Schwiegervater ein Testament im Safe hinterlassen hat. Und hatte er? Angeblich nicht. Aber das wundert mich jetzt, dass die mir nichts erzählt hat von ihrem Gespräch mit Ihnen. Und was hat es dann Ihnen erzählt? Dass sie zur Tatzeit zu Hause war mit ihrem Mann. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Und dass es in der Ehe der Achtleitner Senior gekriselt hat. Der alte Achtleitner muss ihr gegenüber vor 3 Tagen laut über Scheidung nachgedacht haben. Ja, das hat sie Ihnen aber nicht gesagt. Nee, hört sie nicht. Ich denke mal, weil die Schwiegermutter mit dabei war. Entschuldigung, aber Herr Hofer, die Reisekostenabrechnung hier, Kufstein, Rosenheim, Rosenheim, Kufstein, eine Unterschrift bitte. Und den heutigen Tag können Sie ja mit dem Herrn 80er erklären, wenn Sie wieder da sind. Ja, genau. Super, danke, Frau Stuck. Gerne. Und dann waren Sie noch bei Frau May, ja? Ja, die hat das Fitnessarmband vom Achleitner ausgewertet. Der muss kurz vor der Tat ganz ruhig gewesen sein. Kein erhöhter Pulsschlag, kein Streit, keine Panik. Also, die spricht jetzt schon sehr dafür, dass sich Täter und Opfer gekannt haben und er völlig überrascht worden ist. Ich stimme Ihnen in beiden zu. Aber ich pack's jetzt. Ja, gut, dass Sie das mit den Kollegen Pastor gleich geregelt haben. Ja, und vor allen Dingen mit meiner holden Hilde. Ein schöner Gruß übrigens. Danke, schöner Gruß zurück. Ja, meine Herren, halt die Ohren steif, viel Erfolg und Servus benannt. Schönen Urlaub noch. Ja. Danke. Grüß Gott. Mein Name ist Alina Rösner. Ich möchte gern zur Frau Stockel. Ja, erster Stock rechts, Zimmer 104. Danke. Ja. Gut. Machen. Wiederschauen. Ja, das war Frau Achtleitner. Wollten Sie zu mir? Ich bin leider sofort im Urlaub, aber Sie können sich gerne an meine Kollegen wenden, den Herrn Stadler und den Herrn Hansen leider um. Ja, Wiederschauen. Wiederschauen. Schönen Urlaub. Danke. Herr Hofer. Ja, der Herr Hofer, was machen denn Sie hier im Kommissariat? Ja, ich sollte den Herrn Gehring vertreten. Ja, aber das macht doch schon der Herr Stadler. Genau. Deshalb fahre ich jetzt wieder nach Kufstein zurück. Also, Frau Lange, Frau Grasecker, servus. Dann schönen Tag noch. Servus. Servus. Die Frau Rösner wäre jetzt da. Ach, jetzt? Grüß Gott, Stadler, das ist mein Kollege, der Herr Hansen. Grüß Gott. Ja, nehmen Sie doch Platz. Frau Rösner, ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen. Der Herr Achleitner ist ermordet worden. Ah, das hat sich bis zu Ihnen schon rumgesprochen. Seine Sekretärin hat mich heute Morgen informiert, ja. Ach so. Sagen Sie mal, in welchem Verhältnis standen Sie denn zu Herrn Achleitner? Ich war seit 2 Jahren seine Geliebte. Und zwar ganz offiziell. Haben Sie noch gar nicht mit den Achleitners gesprochen? Doch, schon. Aber von Ihnen war da jetzt keine Rede. In deren Augen bin ich ja nur der Nestbeschmutzer, dem man am liebsten unter den Teppich kehrt. Das sollte sich aber jetzt grundlegend ändern. Wie meinen Sie das? Naja, der Herr Achleitner wollte sich scheiden lassen, um mich zu heiraten. Aha. Gestern Abend hat er seine Frau gesagt. Wir haben danach kurz telefoniert. Sie schien wohl alles andere als entzückt gewesen zu sein. Aha. Könnte es sein, dass Sie ab und an mit Herrn Achleitner joggen waren? Ja, schon. Aber nicht heute Morgen. Wo waren wir denn heute Morgen von, sagen wir mal, 8 bis 8:30 Uhr? In Belmondo. Das ist ein Frühstückscafé in der Färbergasse. Gut, Frau Rösner, das war's dann fürs Erste. Ja, aber halten Sie sich bitte weiterhin zu unserer Verfügung, ja? Na, da hätte der Kabine einen ermittelt, hat mich jetzt gar nicht mitgekriegt. Und dann ist er wieder nach Kufstein abgerauscht. Ja, morgen haben Sie jetzt die Alibis schon überprüft? Ja, freilich. Das war ziemlich schwierig. Hat lang gedauert. Gut, wenn was dabei rausgekommen ist. Wir haben schon gut. Folgendes. Ich habe zuerst mit den Nachbarn von der alten Achleitnerin geredet, von der Franziska. Keiner was gesehen,
Und keiner was gehört. Hm? Genau. Na toll. Das heißt, ob die Ehefrau zu Hause gewesen ist, kann stimmen oder auch nicht. Im Gegensatz zum jungen Achleitner und seiner Frau, der Stefanie. Da hat wirklich ein Nachbar etwas gesehen und gehört. Und was? Die Stefanie ist in der Früh weggefahren. Um Simi. Mit ihrem Auto und mit ihrem Mann. 2 Stunden später ist sie wieder zurückgekommen, ohne ihren Mann. Und kurz darauf ist sie dann wieder weggefahren. Und das hat alles ein Nachbar beobachtet? Ja, freilich, der Herr Blasholler. Ein Heimarbeiter mit direktem Blick aufs Grundstück von den Achleitners. Ach so, keine Frage mehr. Warum haben Sie die beiden Achleitners nicht gleich hier? Hab ich ja wollen. War ja keiner da. Ah, ich mache jetzt Feierabend. Ja, gute Idee. Sehr gute Idee. Und was machen wir die zwei? Nehmen wir uns morgen vor. Hm? Passt. Bei Ihnen alles in Ordnung, Frau May? Mhm, danke. Ah, grüß dich, Sven. Grüß dich schon. Schau mal, wer da ist. Ich glaube, die Dame könnte ein bisschen Gesellschaft brauchen. Rotwein? Den würde ich brauchen, danke. Namen Frau May. Darf ich? Hm. Hallo, Herr Hansen. Ich bin gleich mit einer Freundin im Kino verabredet. Und? Wie laufen die Ermittlungen? Ach gut, gut, gut. Ich werde mir morgen mit Herrn Stadler noch mal die Angehörigen von Achleitner vornehmen. Wieso, Herr Stadler? Ich dachte, Sie ermitteln mit Herrn Hofer. Ja, das war ein kleiner Irrtum, hat sich aber aufgeklärt. Herr Hofer hat uns von Ihrer Analyse berichtet. Interessant. Sie verlassen sich also aufs Hörensagen. Ich verlasse mich auf Herrn Hofer. Und was ist, wenn Herr Hofer was vergessen oder falsch dargestellt hat? Wieso sollte er? Das glaube ich nicht. Sie glauben, aber wissen tun Sie es nicht. Denn dazu müssten Sie sich ja ein eigenes Bild von meiner Analyse machen. So, ein Rotwein. Bitte schön. Danke. Stimmt so. Und wenn Sie mich entschuldigen, ich komme sonst zu spät. Und das will ja keiner. Wiedersehen. Was hast du jetzt mit dir gemacht? Du sollst dir nur Gesellschaft leisten. Stattdessen vergraust man die Gäste. Ein kleiner Streit unter Kollegen. Hallo, sowas kommt ja mal vor. Das macht man doch im Büro. Stimmt so. Hm? Ja? Morgen, Frau Stock. Guten Morgen, Herr 80er. Zur Information, ich habe gestern Abend noch mit dem Herrn Hofer telefoniert, um ihm das Ganze durcheinander zu erklären. Jetzt wollte ich eigentlich noch mit dem Herrn Stadler reden. Der Herr Stadler ist mit dem Herrn Hansen nochmal in die Kanzlei Achleitner gefahren. Sie wollten sich dort nochmal mit dem Sohn unterhalten. Verstehe. Ja, dann kann ich ja später mit ihm reden. Herr 80er, ich habe ein Fax aus München erhalten. Und es ist so, wie der Herr Lorenz es befürchtet hat. Die sehen nicht ganz ein, dass bei uns 3 Kommissare ermitteln und werden deswegen die Reisekosten vom Herrn Hofer nicht erstatten. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, und der Dr. Lauser König hat angerufen, Sie möchten bitte zurückrufen. Und hat er gesagt, um was es geht? Ich denke mal, es geht um das Dreier-Ermittlungsteam. Verstehe. Ja, ich geb's zu. Meine Frau hat nicht die Wahrheit gesagt, um mir ein Alibi zu verschaffen. Aber das war in keinster Weise so mit mir abgesprochen. Sagen Sie mal, warum denkt denn Ihre Frau, dass Sie ein Alibi brauchen? Vorgestern Abend rief mich meine Mutter an, um mir zu sagen, dass ich meinen Vater von ihr scheiden lassen will. Um seine langjährige Geliebte, die Frau Rösner, zu heiraten. Die war doch nur scharf auf sein Geld. Mein Vater war kurz davor, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Ach so, und Sie wollten ihn lediglich davon abhalten. Und deswegen haben Sie ihn am nächsten Morgen beim Joggen abgepasst, hä? Ich bringe doch meinen eigenen Vater nicht um. Ich habe meiner Mutter einen Termin bei einem Scheidungsanwalt vermittelt. Dr. Frömer. Aber dazu kam es dann ja nicht mehr. Herr Achleitner, sagen Sie mal, wo sind Sie gestern Morgen kurz nach 7 mit Ihrer Frau denn hingefahren? Mein Auto ist derzeit in der Inspektion. Meine Frau hat mich in die Kanzlei gebracht. Ja, aber so lange konnte doch das nicht dauert haben. Warum ist denn Ihre Frau erst gegen 9 Uhr zu Hause gewesen? Vielleicht, weil Sie noch einen Kaffee trinken? Um 10 hat sie mich wieder abgeholt von der Kanzlei und wir sind gemeinsam zu meiner Mutter gefahren. Und wo ist Ihre Frau jetzt? Meine Mutter. Die beiden wollen die Beerdigung meines Vaters durchsprechen. Meine Schwiegermutter ist leider nicht mehr da. Die ist zum Friseur gefahren. Ja, da haben wir jetzt direkt das Glück, dass wir wenigstens Sinn erwischt haben.
Also, ich habe auf Sie gewartet. Mein Mann rief mich an, um mir zu sagen, dass Sie noch mit mir reden wollten und ich auch mit Ihnen. Ja, ja, und zwar wegen Ihrem falschen Alibi. Vor allem, weil ich gestern von meiner Schwiegermutter nicht offen sprechen konnte. Was hätten Sie uns denn noch sagen wollen? Die Geliebte von meinem Schwiegervater, diese Frau Rösner. Sie ist eine unmögliche Person. Ja, nicht nur, dass sie in der Kanzlei offen ein- und ausgeht. Nein, sie war sogar schon hier. Hat sich das Haus angesehen. Aha. Wann war das? Zwei, drei Wochen her. Ja, und dabei hat sie so getan, als sei das alles schon ihrs. Meine Schwiegermutter hat sich furchtbar aufgeregt. Ja, sie wahrscheinlich auch. Da heiraten sie in eine vermögende Familie ein, aber mit auch da wieder auf und macht ihnen das Ganze streitig. Hm? Entschuldigung. Haben Sie mir gerade unterstellt, ich hätte was mit dem Mord an meinem Schwiegervater zu tun? Ja, wo waren Sie denn gestern Morgen zwischen 8 und 8:30? Ich habe Besorgungen gemacht. Besorgungen? Kann das jemand bezeugen? Also warten Sie, ich war im Supermarkt? Ja, und bei der Post? Und nein, ich glaube nicht, dass das jemand bezeugen kann. So. Du hast die Figuren wieder genauso aufgestellt, wie es gestern gestanden sind. Ja, freilich. Ich habe da extra noch ein Foto mit meinem Handy gemacht, nachdem du weg warst. Schön. Aber den Läufer da, den hast du zu deinem Vorteil verschoben. Ich habe nämlich auch ein Foto gemacht. Mei, Kabine. Es macht wirklich keinen Spaß, dich zum Scheißen, wenn du um jedes Mal draufkommst. Ja, mei. Ich bin ja nicht umsonst bei der Polizei. Ich geh jetzt einen Kaffee holen, bevor es losgeht. Schön, was mach ich dabei? Du kannst da einen Blick in die Zeitung werfen. Da steht da was über den Mordfall in Rosenheim drin. Gut. Soll ich da einen Kaffee mitbringen? Gerne, aber zur Strafe zahlst du. Ja, gut. Also, so wie ich das sehe, haben alle drei Achleitner, sprich die Ehefrau, der Sohn und die Schwiegertochter, das gleiche Motiv. Sie wollen verhindern, dass der Achleitner Senior seine Geliebte heiratet. Korrekt. Und rein theoretisch hätte jeder dem Achleitner auflauern können. Ja, die Frage ist bloß, wer? Das haben wir nicht wirklich weiter Telefon. Ja. Oh, hallo, Herr Hofer. Hallo, Herr Hansen. Sehen Sie zu, ich schaue mir gerade in der Kufsteiner Zeitung ein Foto der Familie Achleitner an. Samt Schwiegertochter. Aber seltsamerweise ist die Frau, die ich in der Kanzlei getroffen habe, nicht mit drauf. Wieso? Ich dachte, das war die Schwiegertochter? Das dachte ich auch. Was ist denn los? Moment, Herr Hofer. Er sagt, die Frau, die er in der Kanzlei getroffen hat, war wohl gar nicht die Schwiegertochter. Sondern? Da will ich ja gerade fragen. Sagen Sie, wie sah denn die Frau in der Kanzlei aus? Ja, eigentlich der Frau auf dem Foto hier ziemlich ähnlich. Uns hat sich sehr gut in der Kanzlei ausgekannt. Ach so. Danke. Bitte gerne, jederzeit wieder. Sprühen wir scharf. Ja. Frau Rösner, was haben Sie gestern in der Früh in der Kanzlei auch leiten wollen? Das habe ich doch schon Ihrem Kollegen erklärt. Ich habe nach einem Testament geschaut. Ja, so wie Sie unserem Kollegen auch erklärt haben, Sie wären die Schwiegertochter von Herrn Achleitner, ne? Das fiel mir spontan ein. Sonst hätte Ihr Kollege vielleicht gedacht, dass ich irgendetwas stehlen will. Ja, der Verdacht liegt allerdings nahe. Wir haben in Ihrer Wohnung 20.000 Euro in bar und Wertpapiere in Höhe von 140.000 Euro sichergestellt. Das haben Sie doch sicher aus dem Safe vom Achleitner mitgelassen. Sehen Sie, genau das meine ich. Schon stehe ich unter Verdacht und die Wahrheit? Die Wahrheit interessiert niemanden. Oh, jetzt sind wir aber gespannt. Wie Sie vielleicht wissen, wollte der Anton, also der Herr Achleitner, mich heiraten. Ja, davon haben wir gehört. Ja, aber dafür hätte er sich vorher erst scheiden lassen müssen. Und diese Scheidung wäre ihm teuer zu stehen gekommen. Also hat er mir das Bargeld und die Wertpapiere gegeben. Dass seine geldgierigen Verwandten gar nicht erst davon erfahren. Ach so, und das sollen wir jetzt glauben? Der Herr Achleitner hat sich wegen seiner Scheidung mit einem Anwaltskollegen besprochen. Der würde Ihnen das gerne bestätigen. Aha, aha. Frau Rösner, wenn Sie bitte kurz einen Moment draußen warten würden, ja? Danke. Gell, die liegt doch wie gedruckt. Ja, war clever. Da hat der Kollege Hofer wohl nicht mitbekommen, dass er sich was aus dem Safe genommen hat. Und wenn dieser Anwalt bestätigen kann, dass Herr Achleitner sich Teile seines Vermögens zur Seite schaffen wollte, dann... Dann können Sie es behalten. Ja, warum auch nicht? Er will sie immerhin heiraten. Telefon. Ja, noch einmal. Ja. Stadler? Aha. Aha. Ah, das ist ja interessant. Ja, vielen Dank. Stadler Ende. Ja. Der Mohr.
Es gibt Neuigkeiten zur Schwiegertochter. Noch eine? Ja, jetzt diesmal zur echten. Habe recht gehabt mit dem Dr. Laserkönig und unseren Kommissaren. Ja, ja, und er stellt sich natürlich hinter seine Leute und schiebt uns jetzt den schwarzen Peter zu. Also brauchen wir eine sehr gute Begründung für unser Dreiergespann. Na ja, Herr 80er, der Herr Hofer hat doch dafür gesorgt, dass die Frau Rösner noch mal vernommen wird. Also eine sehr wichtige Zeugin. Und der Ausgeschandte noch dazu, die hat doch den Safe vom Achleitner ausgeräumt. Und wie der Hofer dazugekommen ist, hat die ihm was vorgelogen, von wegen, sie wäre die Schwiegertochter vom Achleitner. Ohne den Herrn Hofer hätten die anderen beiden Kommissare nie erfahren, dass die Frau Rösner in der Früh in der Kanzlei gewesen ist. Dann war es also ausgesprochen weitsichtig, von uns noch einen dritten Ermittler einzusetzen. Und Herr Dr. Lauser-König muss Ihnen quasi noch dankbar dafür sein. So ist es. Da werde ich jetzt doch gleich Dr. Lauser-König anrufen. Frau Achleitner, Sie haben uns gesagt, Sie wären zur Tatzeit in der Stadt unterwegs gewesen. Da haben wir doch glatt Ihr Handy orten lassen. Das haben Sie aber vorsorglich ausgeschaltet. Was Sie aber nicht bedacht haben, dass man Ihr Auto ebenfalls orten kann. Das hat zum Beispiel bei einem Unfall den Vorteil, dass die nächste Notrufleitstelle sofort Ihren Standort kennt. Mhm. Ihr Nachteil ist, dass wir zur Tatzeit ein Bewegungsprofil erstellen konnten. Und das sagt uns aus, dass Sie von der Kanzlei direkt zu einem Waldparkplatz gefahren sind. Allerdings nicht zu dem, wo Ihr Schwiegervater geparkt hat. Da wäre die Gefahr zu groß gewesen, gesehen zu werden. Nein, Sie sind zu einem anderen Parkplatz. Ein bisschen kleiner, ein bisschen versteckter, aber auch in der Nähe der Joggingstrecke. Na, Frau Achleitner, wollen Sie immer noch behaupten, Sie hätten mit dem Mord an Ihrem Schwiegervater nichts zu tun? Was hätte ich denn machen sollen? Irgendjemand musste schließlich was tun. Er wollte noch mal Kinder mit seiner neuen Frau. Das wäre für mich und meinen Mann ja gar nichts übrig geblieben. Frau Achleitner, Sie sind vorläufig festgenommen, weil Sie im dringenden Tatverdacht stehen, Ihren Schwiegervater Anton Achleitner ermordet zu haben. Bitte. So, nächste Woche sind Sie dran. Mit Urlaub. Wenn ich nicht für jemand einspringen muss.